meine Freunde, hier ist wieder euer König. Ich begrüße euch zum vierten Achtelfinale-Hinspiel in der UEFA Champions League. Es ist der vierte deutsche Vertreter. Es ist der FC Schalke 04, der in der Veltins-Arena ja, den Rekordmeister Spaniens empfängt, nämlich die Madrilenen, die Galaktischen, Los Galacticos, um den Superstar Cristiano Ronaldo. Und ich bin mal gespannt, wie die Madrilenen sich schlagen. Es wird ein schweres Spiel für Schalke. Alles andere als ein deutlicher Erfolg der Madrilenen wäre für mich echt ein Wunder. Und es ist leider traurig. Mit Schalke wird dann wohl das zweite deutsche Team nach Leverkusen ausscheiden. Zu diesem ein bisschen Hoffnung habe ich ja, dass die Schalke nicht so untergehen wie die Leverkusener, aber es ist schwer, man sieht die Abwehr, sie sind, sie haben nicht so die starke Abwehr, es sind leider die wichtigen Leute, die verletzt sind, aber sie haben Klaas-Jan Huntelaar vorne und das könnte vielleicht so ein bisschen Hoffnung schüren, aber es wird schwer. Es wird richtig schwer. Man sieht schon, Madrid legt schon los wie die Feuerwehr. Nein. Boah, da wäre das die erste Chance. Nicht mal 10 Minuten rum, was sind's? Es sind gerade mal 4 Minuten rum und schon die erste Chance. Das wird ein schweres Spiel für Fährmann. Mal sehen, ob ich überhaupt nach vorne komme. Ja, die Hoffnung liegt natürlich auch auf Draxler. Guck das an, sie machen schon übelst Druck. Santana. Kolosinac geht mal kurz mal nach vorne, dann wieder nicht. Die Schalker kommen, ja, bis zur Mittellinie und dann hört es schon auf. Matip als Außenverteidiger. Das ist auch eine neue Variante. Sie schaffen Anspielstation. Ah, vielleicht jetzt Kolosinac mit einem Flankenlauf. Ja, gut, ja, der steckt natürlich wieder im Nichts. Und das war's. Mit der Chance. Wichtig ist, ja, Ballkontrolle. Ach, Draxler wird abgedrängt von Bale. Und jetzt kontern die Schalker, ja. Jetzt werden die Schalker ausgekontert. Und, aber bisher schlagen sich die Schalker richtig gut. Ja, Huntelaar. Nein, verliert den Ball. Da vertändelt Huntelaar. Mangels Ballkontrolle den Ball. Aber die Schalker, die kämpfen. Man merkt's. Sie wollen noch was zeigen. Sie wollen zeigen, dass sie nicht untergehen gegen Real. Sie haben das Schwere losgekriegt, was ich ihnen zugelost habe. Ich bin da ein bisschen schuld. Denn ich habe es für die Schalker gezogen. Ah, ich wollte gerade sagen, ja gut, das ist ein bisschen hart, dafür Geld geben. Er wollte aber schießen und ich habe den Ball geklärt. Ja. Dann habe ich ja weggetreten. Das kann man als Foul pfeifen, aber Geld muss man nicht geben. Ah, Boateng ungewohnt in der Defensive, als defensiver Mittelfeldspieler. Das kennt er sonst eigentlich nicht so. Hunter mit dem guten Pass auf Neustädter. Und beinahe wieder eine gute Chance. Benzema ist vor, ist verwarnt, der muss aufpassen. Jesse Rodriguez. Ach. Nein, Rodriguez lässt sich einen Kopfball durch. Rein Maria. Oh Gott, die Maria. Gott sei Dank bin ich durch die. Und die Schalker holen sich den Ball. Durch die zwei Spiele, die ich schon gemacht habe, eingespielt. Sonst wäre das gegen Real Madrid auch schwerer. Nein, der war schlecht. Er macht seinen Job richtig gut. Der Ball war Maus. What the fuck? Die Maria. Aber 23 Minuten. Modric. Bisher? Genau hingeschaut. Nein. Modric. Das wäre beinahe ein Tor geworden. Das war knappi. Ich wollte gerade sagen, 23 Minuten ohne Gegentor ist schon mal gut gegen Real Madrid. Vor allem mit der Abwehr. Das ist wirklich nicht eingespielt. Und die Schalker trauen sich auch offensiv was zu. Kolosinac mit der Flanke. Und da kommt. Nein! Eine gute Chance für die Schalker. Oh Gott, jetzt werden die Schalker ausgekontert. Jetzt werden sie Schalker ausgekontert. Schnell nach hinten. Draxler kämpft mit da hinten.
Das muss auch. Die müssen. Die müssen alle mit nach hinten arbeiten, sonst wird es richtig schwer. Draxler, ja, kann sich gegen Bale durchsetzen. Felipe Santana. Aber jetzt natürlich, ja. Papadopoulos. Matip. Jetzt macht Real Madrid die Räume natürlich wieder schön eng. Klaas-Jan Huntelaar, viel Platz bis zum Tor. Huntelaar so weit hinten, also das ist ein bisschen komisch. Boateng sucht nach einer Spielstation, findet sie nicht so richtig. Huntelaar Draxler ist auch nicht so effektiv vorne. Oder? Nein. Oh nein. Oh, jetzt kommt der schnelle Konter. Handspiel. Und ein Spieler von Real Madrid hat sich verletzt, scheinbar. Das ist eine gute Position. Für Fafan? Na, ich weiß nicht. Fafan hat aber die beste. Ja gut, dann muss ich Fafan nehmen. Mal sehen. Ah, der war zu luschig für Diego Lopez und ja, hat er keine Probleme mit. Aber die Schalker spielen überraschend gut mit. Draxler. Sie lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Von den Spielen vor Schmidt und haben sogar gute Chancen. Man muss es wirklich so sagen. Nein. Nein, oh, jetzt kommt ein Fehler. Sie dürfen natürlich nicht so viele Fehler machen. Denn solche Fehler, wie jetzt passiert ist, nutzen die Madrilenen gerne mal. Genau wie so ein Fehler. Sowas darf absolut nicht passieren. Die sind tödlich gegen Madrid. Denn sowas nutzen sie gerne. Nein, 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 Di Maria. Fafan hilft hinten mit. Das Spiel geht echt nur über den Kampf. Technisch sind die Madrilenen natürlich den Schalkern weit überlegen. Neustädter. Ja, da kommt was auf. Und das kann nur über den Kampf gehen. Und jetzt versuchen sie sich freizulaufen. Kolosinac versucht einen Flankenlauf. Flankt rein. Und der freistehende Huntelaar verzieht. Oh, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen Zeit gehabt, den anzunehmen. Aber Schalke zeigt. Leute, wir sind gefährlich. Sie zeigen Herz und das. Mein Team. Blablabla. Ist noch früh. Das zeigt, sie wollen es. Sie wollen es wenigstens versuchen. Und ja, dafür kriegen sie meinen Respekt. Eine ganze Halbzeit ohne Gegentor. Das ist schon richtig gut gegen Real Madrid. Das schaffen nicht viele Mannschaften. Und Schalke hatte sogar mehr Chancen, sogar mehr Ballbesitz. Also, das ist ja, ein gutes Spiel. Sie laufen viel, sie kämpfen. Das Problem ist natürlich, halten sie das konditionell durch. Das wird natürlich ein bisschen eng. Nein, so ein Fehlpass darf natürlich nicht passieren. Darauf lauern die Madrilenen, aber die Madrilenen sind auch sehr zurückhaltend. Das ist mir auch gefallen. Kolosinac macht das richtig gut. Oh nein, nicht in die Mitte. In die Mitte darf man nicht klären. In die Mitte darf man nicht klären. Oh nein, Freistoß. Oh Gott. Stell mich mal auf die Linie. Freistoß jetzt. Aber der war schlecht von Bale. Puh. Ja, ist klar, dass sie in Führung gehen wollen. Draxler. Neustädter. Aber Kevin Prince Boateng. Die stehen recht gut. Aber da ist er wieder. Huntelaar. Mist. Gegen diesen harten Schuss eine klasse Parade. Gibt, glaube ich, Abstoß. Und wieder ist er auf der Post. Ja. Er ist wirklich, also Schalke zeigt, sie wollen. Und Huntelaar ist bisher der gefährlichste bei Schalke. Konnte aber bisher noch nicht die Chance nutzen. Ist ein bisschen ärgerlich. Also ich hätte es den Schalkern gegönnt. Für die mutige Spielweise. Für die gute Spielweise. Das nennt der Abiturient. Nein, er kam zu kurz. Er liest die Situation, er geht natürlich über außen. Ja, geht auch außen. Auf die Außen.
Bale. Modric. Spiel natürlich wieder auf. Nein. Wow. Oh Gott. Nein. Auf der Linie geklärt von Santana. Huiuiuiui. Jetzt haben die Schalker ein bisschen Probleme. Aber sie haben ja noch Leute, die auf der Linie klären. Das war knappi. Jetzt werde ich mir nochmal nachher den Spielhöhepunkt angucken. Oh, jetzt kommt Isco. Jetzt kommt Isco. Jetzt ist es technisch stärker. Neustädter. Die Sprintschlampe. Klaas-Jan Hüntelaar, viel Platz bis zum Tor. Nein, Verfahren wird geschickt, aber ist im Abseits. Hat sich da gut weggeschlichen von Marcelo. Also, es war richtig gut. Aber Schalke hat jetzt gezeigt, dass sie hinten anfällig sind. Und Real Madrid hat gezeigt, dass sie das gerne mal nutzen wollen. Aber Gott sei Dank konnte einer auf der Linie klären. Das wäre sonst das 1-0 gewesen. Und es wäre natürlich bitter für Schalke. Aber jetzt kommen sie über die Außen. Kann er sich den Ball holen? Aber Joel Matip als Überraschungsrechtsverteidiger zeigt eine bärenstarke Leistung bis auf den Einwurf jetzt. Kevin Prince zeigt eine bärenstarke Leistung. Verfahren. Und die Schalker sind nicht. Also ein Klassenunterschied ist hier noch nicht deutlich geworden. Draxler. Draxler mit einem guten Pass. Ja, die jungen Wilden zeigen, dass sie hier doch, ach man, es war gut weggeblockt. Die jungen Wilden zeigen, dass sie nicht ohne sind. Also Meier und der gute Draxler sind nicht umsonst beliebt bei europäischen Topclubs. Nur das Entscheidende fehlt hier noch, nämlich, oh Gott, jetzt kommt die Flanke. Benzema. So, jetzt kann kontert werden. Über den jungen Meier. Über den jungen Meier. Huntelaar. Nein. Nein. Boateng hat leider den Ball nicht richtig erwischt. Schade. Pepe hat sich verschätzt. Huntelaar hat leider nicht die perfekte Schussposition. Musste deswegen zurücklegen. Draxler. Also, sagt sofort, das geht in Ordnung. Das war kein Foul. Ja. Und grenzwertig. Marcelo. Er scheint sich da doch schlimmer verletzt zu haben, als wir das zunächst gesehen haben. Marcelo. Benzema. Benzema weit nach hinten gedrängt. Oh. Das war ein guter Pass. Und jetzt geht's los hier. Neustädter. Schickt Huntelaar, aber die Flanke von Huntelaar in der Mitte ist natürlich keiner, wenn Huntelaar auf die Flügel ausweichen muss und ja, dann kriegt die Flanke natürlich keinen Abnehmer. Ist ein bisschen bitter, oh Gott, aber die Schalker müssen aufpassen. Ja, Joel Matip als Rechtsverteidiger ist wirklich Weltklasse gerade. Also er zeigt eine überragende Leistung. Marcelo. Und die Schalke haben sich das 0-0 verdient. Vielleicht sogar ein 1-0, aber es ist noch nicht gefallen. Und, über diesen Pass freut sich und Real Madrid hat, ist wohl sehr überrascht. Also man sieht, sie sind überrascht von der Leistung der Schalke und finden da nicht so richtig die Mittel. Alles noch offen in dieser Begegnung. Das Spiel ist eine Wundertüte. Die Schlussphase ist angebrochen. Marcelo mit dem Fehler. Aber leider wieder in der Mitte kein Abnehmer. Es ist wirklich ärgerlich. Draxler. Mit dem Überraschungspass. Draxler mit dem Geniestreich, muss man sagen, den Ball da durchzulegen. Damit habe ich selber nicht gerechnet. Und guck mal, da läuft der junge Meier. Kriegt den Ball auch, aber leider nicht am Torwart Lopez vorbei. Der gut hält. Und jetzt gibt es die Ecke. Vielleicht eine Chance für. Nein. Ist anders, aber immerhin geklärt. Boateng. Ah, Mann, Boateng. Ah, die Schalker sind das bessere Team, man muss es so sagen. Joel Matip über außen mit der Flanke, die aber schlecht ist. Die geht leider ins Aus. Ärgerlich. Ärgerlich. Schalke macht Druck. Schalke will das Tor. Hat sich jetzt aber eigentlich schon verdient.
Aber ja, Lopez hält die Madrilen im Spiel mit dem 0:0. Also die Schalker sind forsch und sie wollen echt über den schnellen Verfahren, und nein. Huntelaar fehlt in der Mitte und steht weiter 0:0, aber die Schalker drücken weiter, müssen jetzt aber aufpassen, denn jetzt läuft der Konter über Carvajal, über Ilamendi oder wie der heißt, konnte ich jetzt so schnell nicht lesen, über Isco. Jetzt bloß nicht das Tor in der 90. Bloß nicht das Gegentor in der 90. Das wäre bitter. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Ah, schade. Der Konter, der Schalke wurde unterbunden. Ein bärenstarkes Spiel der Schalke. 0:0. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Real Madrid hatte nur wenige Chancen. Diese eine, die auf der Linie geklärt wurde. Man sieht es hier, Schalke hat die bessere Leistung gezeigt. Passgenauigkeit ist fast so hoch wie bei den Spaniern, aber was zu erwarten, hat ein bisschen mehr Ballbesitz, hat deutlich mehr Chancen, doppelt so viele. Und ja, konnte leider daraus kein Kapital schlagen. Ich gucke mir nochmal die Chancen an, als Remiswert natürlich. Wer da auf der Linie geklärt hat. Huntelaar, Bale. Ich glaube, Rodriguez war das, ne? War es Rodriguez? Ja, hier. Rodriguez hat gespielt. Ich weiß nicht, was mit Ronaldo ist. Wo war das denn? Ach, da hat er gelupft. Da hat er gelupft, der Drecksack. Und guck mal hier, da. Klärt, glaube ich. Wer ist das? Santana auf der Linie. Also das war hier wirklich ein Geniestreich, damit habe ich nicht gerechnet. Es war beinahe 1:0 gewesen, aber Santana konnte noch auf der Linie klären. Eine bärenstarke Leistung der Schalker. Aber ehrlich gesagt traue ich den halt nicht. Ah, ich weiß nicht. Mein Fußballherz hofft es ja, dass Schalke weiterkommt. Als Deutscher. Aber ich glaube es nicht so richtig. Ich schätze, Real Madrid wird souverän 2:0 gewinnen. Traurig, aber wahr. Alles andere würde mich überraschen. Ich würde mich natürlich richtig freuen. Positive Überraschung wäre immer geil. Ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Glaubt ihr auch, Schalke wird deutlich ausscheiden? Oder glaubt ihr an ein kleines Fußballwunder? Und sagt, Schalke kriegt das hin. Kriegt fast sogar 0:0 zu Hause hin. Ich tipp's nicht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bin auf eure Tipps gespannt und verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben, reingehauen, wieder schauen. Tschaußens.